Zum 19. Mal soll die Rostocker Lichtwoche der Stadtwerke Rostock stattfinden. Vom 2. bis zum 7. November erwarten die Besucher neue Lichtinstallationen. Täglich von 17 bis 20 Uhr werden sie zu sehen sein. Doch diesmal wird die Veranstaltung anders als gewohnt. Die Lichtwoche wird auf die ganze Hanse- und Universitätsstadt ausgeweitet. Wir werden in die Stadt verschiedene Lichtpunkte oder Lichtblicke bringen, die über die gesamte Stadt verteilt sind, wie von Warnemünde vom Leuchtturm bis über die Kunsthalle bis hier in die Innenstadt rein, und werden damit Licht und Wärme für die Hansestadt Rostock erzeugen. Jährlich besuchen tausende Gäste die Lichtwoche. Dieses Mal liegt der Fokus Corona-bedingt nur auf den Lichtinstallationen, auf Bühnenprogramme, Glühweinverkauf oder auch auf das Abschlussfeuerwerk wird verzichtet. Das Benefizkonzert der Young Academy Rostock findet aber wie geplant am 5. November im Barocksaal statt, jedoch ohne Publikum vor Ort. Legen wir ganz großen Wert darauf, dass das Benefizkonzert auch stattfindet, weil wir auch der Auffassung sind, dass Kultur eben ganz wichtig auch mit zu unserer Gesellschaft gehört. Und aus diesem Grunde werden wir das Benefizkonzert allerdings ohne die Präsenzgäste stattfinden lassen, sondern es wird dort einen Livestream geben, wo wir uns davon versprechen, dass vielleicht sogar noch mehr Menschen sich dieses Konzert anschauen können, als dass wir, ich sag mal, Gäste im Barocksaal begrüßen könnten. Wie auch die Jahre zuvor sollen gemeinnützige, soziale und kulturelle Vereine unterstützt werden. Diese können sich um eine finanzielle Unterstützung unter der eingeblendeten Adresse bewerben und werden mit etwas Glück ausgewählt. Wir haben normalerweise über den Glühweinverkauf eine bestimmte Summe, mehrstellige 1.000-Euro-Bereich, erwirtschaftet. Und die fällt nun in diesem Jahr weg. Und wir wollen aber nicht, dass die Vereine diesen Betrag sozusagen weniger haben, denn wir haben all die Jahre sonst auch das aufgerundet. Also wir haben die Einnahmen aus dem Glühweinverkauf aufgerundet. Im letzten Jahr, glaube ich, auf 14.000 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben in diesem Jahr dafür erstmal 12.000 Euro budgetiert. Die Stadtwerke Rostock bitten alle Besucher der Lichtwoche, die neuen Bestimmungen der Bundesregierung einzuhalten. Weitere Informationen und die interaktive Übersicht aller Lichtinstallationen finden Sie auf der Webseite der Stadtwerke Rostock.